Schön, dass Sie alle da sind. Wer möchte den Anfang machen? Christa? Ja, also, ich fühle mich ja immer so schnell überfordert wegen den vielen Erwartungen. Sonntag, da war es ganz schlimm, da kam meine Mama. Ja, danke, Christa. Das können wir sicher später noch thematisieren. Marion, wie ging es Ihnen letzte Woche? Also gestern habe ich wieder ganz doll an Selbstmord gedacht. Schön. Aber also ich? Anne. Also gestern Morgen, da war ich mit den Nerven völlig am Ende. Ich gehe in die Bäckerei und da kauft so ein Typ vor meinen Augen die letzten Vollkornbrötchen. Und die Tussi in der Bäckerei, na? Die flirtet auch noch mit dem. Halten Sie die Klappe! Ja, aber ich esse doch nur Vollkornbrötchen. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie haben keins. Ja, aber ich fühle mich doch immer so. Ich! Wollen Sie mein echtes Problem? Ich fahre heute Morgen die beiden Kinder in die Schule. Rote Ampel, Vollgas drüber. Okay, ist aber noch lang kein Grund, mich wie eine Schwerverbrecherin zu behandeln. Das sage ich diesem Vollspast von Polizisten auch. Und der wird gleich pampig. In dem Moment erklingelt natürlich auch noch dieses blöde Handy und die Nachbarin, die fragt mich, ob ich vielleicht den Herd angelassen habe, weil es bei ihr so komisch riecht. Also wieder nach Haus, ja? Ich stürm die Treppen hoch, leg mich der Länge nach hin, schließ die Wohnungstür auf, riecht überhaupt gar nichts, aber ich höre Stimmen. Und ich sehe meinen Mann. Was macht der denn um die Zeit zu Hause? Und da ist auch meine Schulfreundin. Und ich denke, was macht die denn hier? Da fällt mir auf, dass sie was gar nichts anderen. Und die gucken beide so scheiß schuldbewusst. Und dann laufe ich die Treppen runter. Und komm hierher. Oh.